Servus zum Technikcheck. Heute zeigen wir euch die Bizep-Curl-Maschine. Der Daniel macht es einmal falsch vor. Er ist sehr eingerundet. Die Ellbogen sind viel zu weit vorne. Seine Schulter ist eigentlich weg vom Polster. Und somit kann der Bizeps eigentlich nicht effektiv arbeiten. Die richtige Sache wäre jetzt, wenn er sich etwas tiefer absetzt. Die Ellbogen bzw. die Achsel liegt schön auf. Der Ellbogen ist vorne direkt auf Linie des Drehpunktes und somit kann der Bizeps optimal arbeiten.